Ich dachte, ich komme einen Tag früher hier an, überrasch dich, will dich im Matrix abholen, erfahre, dass du da überhaupt gar nicht mehr arbeitest, dass du irgendwas aus dem Laden hast mitgehen lassen und dass du Sascha einen aufs Maul gehauen hast. Na? Na? Oh, schön, dich zu sehen. Hallo. Wie geht's dir? Oh, gut. Gut. Mann. Schön. Aber was machst du denn hier um die Uhrzeit, sag mal? Und vor allem, wolltest du erst morgen kommen? Ja, ich wollte jetzt einfach, es ist okay, dass ich einen Tag früher da bin. Ich wollte einfach nur wieder nur zu Freunde und Familie. Ich habe heute den ersten Zug genommen, bin direkt vom Bahnhof hierher und here I am. Wie war dein Wellnessprogramm? Willst du es wirklich wissen, Tara? Oh, Midnight, ja. Erzähl mir. Doch, den will ich kurz spüren. Schlammbäder, regelmäßige Massagen, Zeit für mich. Oh, okay. Einfach Kosmetik, Gesichtsbehandlungen, alles war dabei. Anyway, die Zeit ist erst vorbei. Wie gesagt, ich bin jetzt wieder da. Wo ist mein Mann? Der ist ja noch nicht nach Hause. Der müsste ja noch arbeiten. Mike ist gefeuert, Miller. Nicht nur, dass er was steht hier, okay, sondern drückt mir da noch eine rein. Nee, wo finde ich ihn jetzt? Ist er hinten im Lager was checken? Ist er im Büro mit Pete oder was ist hier los? Was ist? Also, raus jetzt, komm. Was ist? Dein Typ hat ein Aggressionsproblem, Miller. Sascha, jetzt ist doch in Ordnung, jetzt komm. Also, wir machen hier keine Faxen. Tara. Mann. Willst du es sehen? Sascha hat recht, leider. Mann, Pete kam in einen Tag her und meinte, dass wieder Alkohol geklaut worden ist. Und Mike hat dann im Endeffekt zugegeben, dass er es war. Und zur Krönung hat er dann Sascha eine verpasst. Aber er hat mich doch angerufen, wenn ich. Also, er hat mir doch Bescheid. Nicht so eine gute Idee, oder? Wo finde ich ihn jetzt? Soll ich nach Hause erstmal oder was? Wie ist jetzt der Plan? Also hier ist er nicht. Nee. Okay, alles klar. Gut, wir hören uns später, ja? Okay. What the fuck? Was ist passiert, dass Mike einfach aus Matrix geschmissen wurde und warum hat mir hier keiner Bescheid gesagt? Shit, Joe. Hey. Shit, Joe? Was für eine Freude, dich zu sehen. Hey, na? Bist du nicht zu früh? Einen Tag zu früh, aber ich dachte mir, nö, der Urlaub ist jetzt auch mal vorbei. Ich überrasche euch mal alle. Und ja, dann herzlich willkommen. Wir freuen uns für alle. Danke. Und danke noch mal, dass... Ja, überhaupt kein Thema. Dass du uns da rausgeholt hast aus dem Loch. Das ist ja kein Thema, wie gesagt. Das ist für alle was Schönes und... Ja, willst du willst du jetzt erstmal hochgehen? Soll ich deinen Kopf hochtragen? Ich will erstmal meine Familie begrüßen. Und Amelie ist schon in der Schule. Ach so. Aber Mike müsste oben sein und ich muss aber jetzt gleich los zum Arzt, zum Kardiologen. Ja. Habe ich schon einen längeren Termin jetzt. Aber wir können heute Abend gerne anstoßen. Das machen wir, aber alles gut? Ja, ja, das ist nur die Routineuntersuchung. Okay. Ja, heute Abend können wir alle auf das letzte Familienmitglied anstoßen, okay? Das machen wir mit Sicherheit. Ja, dann komm gut hoch. Ja, und viel Glück, ne? Fühl mich wohl. Die haben schon alles schön gemacht da oben. Sehr schön, ja. Ich freue mich. Sehe ich richtig? Freddy! Was machst du hier? Ne? Ja, was mach ich hier? Wieso sagst du nicht Bescheid? Ich hätte dich abgeholt. Ja. Okay, was habe ich gemacht? Ich dachte, ich komme einen Tag früher hier an, überrasch dich, will dich im Matrix abholen, erfahre, dass du da überhaupt gar nicht mehr arbeitest, dass du irgendwas aus dem Laden hast mitgehen lassen und dass du Sascha einen aufs Maul gehauen hast. Sag mal. Wie viel glaubst du davon? Ja, das Hohlbrot hat es mir selber erzählt. Tara, ja, ich hätte es dir gerne als erstes erzählt. Aber es ist einfach zu viel passiert. Warum redet keiner mit mir? Erzähl ich dir gleich. Erstens, was ist passiert? Sascha wollte es so aussehen lassen, als ob Amelie im Matrix geklaut hätte und sie dann kündigen. Konnte ich nicht zulassen, also habe ich mich als bösen Buben dargestellt. Dann habe ich ihm noch einen reingehauen. Ja, richtig, war nicht cool, aber nee. Ist passiert. Ja. Zweitens, wir haben es dir nicht gesagt, weil wir deinen Urlaub nicht kaputt machen wollten. Amelie war super peinlich, dass sie halt von Sascha irgendwie da so, dass sie reingefallen ist und... Aber was soll das hier? Ich bin hier ein paar Tage weg und mir sagt hier keiner was. Baby, ärgere dich das nicht. Ist unsere Kommunikation in der Familie wieder für den Arsch, oder was? Du warst im Urlaub, wir wollten dich nicht verlassen. Ja, und du? Andersrum erwartet ihr das gleiche auf? Ist egal, Schatz. Hast du irgendeinen Schlüssel oder was? Ich will erstmal nach oben. Die Sachen hoch. Nein, du gehst jetzt erstmal den Sport machen, ganz schön lange, und ich muss erstmal klarkommen. Es ist ein bisschen viel passiert jetzt in den letzten paar Stunden. Okay, ich habe noch einen Schlüssel, das sind super, eh deine. Danke, alles klar. Gut, ich muss erstmal. Bis später. Was mache ich mit dir? Mich umarmen. Schatz. Küssen, liebhaben. Ja.
In 2 Wochen nicht da, 3 Wochen nicht da und du machst hier so eine Faxen. Also, ich wollte dich auch eigentlich gar nicht so anflauen gerade im Hof, aber ich komme hier einen Tag früher ins Matrix, um dich zu überraschen. Du bist gar nicht da. Du arbeitest überhaupt gar nicht mehr. Keiner hat mir was gesagt. Ich war einfach komplett über... Zu meiner Verteidigung, ich habe mir das alles auch ganz anders vorgestellt. Okay? Warum hast du Sascha eine reingehauen? Ich meine, hey, okay, du wolltest Amelie beschützen, aber Gewalt? Ja, aber es war einfach zu viel von allem. Über Wochen. Du weißt, wie es vorher war, die ganze Zeit mit Sascha? Und was habe ich dir gesagt? Ja, ja, hier rein, da raus. Das ging auch alles super. Aber die hätten Amelie rausgekickt. Und was sollte ich machen? In dem Augenblick hatte mich Pete eh schon gekickt. Ich war schon nicht mehr im Matrix. Also, was habe ich gemacht? Hab ihm noch mal eine reingedrückt. Schatz, aber Baby, da hat sich auch wirklich viel aufgestaut die letzten Wochen. Ne? Ja, gut. Aber Schatz, ja. Vorausschauendes Denken, jetzt hast du einfach keinen Job. Du verdienst gerade kein Geld. Ich weiß. Ich find's ja ganz nett von Joe, dass er uns hier wohnen lässt. Aber wir müssen auch hier unseren Anteil dazu beitragen. Wir sind auch jetzt gerade nicht trocken, auch finanziell immer noch nicht. Und dachte einfach nach der ganzen Franknummer, komme ich jetzt nach Hause, hier ist alles ruhig, hier ist immer noch so ein Chaos. Auch das weiß ich. Ja. Ich weiß das alles. Mann. Aber wie gesagt, eigentlich war der Plan ganz anders. Ja, und den Plan können wir ja auch wieder herstellen, indem ich mich jetzt mal auch für dich stark mache und ich bei Piet nachher noch mal anklopfe und dir deinen Job wieder gebe. Jetzt muss ja irgendwie, muss das ja zu regeln sein, oder? Hm. Nicht? Was sagst du eigentlich zu unserer neuen Unterkunft? Wohnung, Heim, Herberge. Ich find's einen Schnuff größer als die Platte. Findest du? Ja. Unwesentlich, oder? Das ist doch schön. Schön. Wir werden uns das hier schön machen und einrichten. Okay. Ja? Ich geh jetzt mal duschen, ja. Ja. Und denk dran, es wird alles wieder, ja? Und du kriegst auch deinen Job am Matrix wieder zurück. Wir sind ja kein Stauber Späti, die ab und zu mal eine Kiste Nagellack entfernen haben, bestellt vielleicht noch eine Flasche Algorin. Wir reden ja hier von Matrix. Wir haben ja große Getränkemargen. Da könnte man preislich schon mal, so mal pauschal uns entgegenkommen. Ich will nur, dass du drüber nachdenkst, okay? Okay, also wir quatschen später mal und wir finden eine Lösung. Alles klar, Kalle? Na, siehst du, geht doch. Tschüss. Ja, grüß schön. Alter, diese Bettelei immer im Sack. Miller, ja, ich will auch nicht lange bleiben. Ich wollte mit dir noch mal ganz kurz über Mike reden. Ja, aber okay. Pete, Butter bei den Fische. Wir wissen beide, dass Mike hier nichts aus dem Lager klauen würde. Der hat den Laden mal selber geführt. Und wir wissen auch alle, für wen und warum er das zugegeben hat. Also bitte nimm diese fristlose Kündigung zurück. Mela, pass auf, klar, das ist ja klar, glaube ich ihm nicht. Und glaube ich nicht, ist irgendeine Story, die er mir aufdecken will, weiß ich selber. Aber wie soll ich reagieren? Versammelter Crew, weil ich meine, die um Diebstahl, den er auf seine Kappe nimmt, und die Nummer mit Sascha, was soll ich machen? Das geht ja nun mal ja nicht. Ich muss ja meine Sicht wahren, da muss ich irgendwie reagieren. Das ist das Einzige, was ich machen kann. Ich kann ihn nur mal kündigen. Das, was soll ich machen? Verstehe dich ja auch. Und ich werde auch noch mal, mit Amelie reden. Ne? Da gebe ich dir auch Blatt und Siegel drauf. Aber Mike ist nicht nur ein Mitarbeiter für dich. Wir beide haben eine jahrelange Zusammenarbeit, eine Freundschaft. Und du hast Mike Geld gegeben, damit er zu seinem Vater kann. Und ja, klar. Ich mach's doch nicht gern. Ich könnte ihn eher brauchen, als dass ich ihn lasse. Das ist ja, aber ich muss ja, wie soll ich jetzt reagieren? Was soll er tun, damit du diese Kündigung wieder... Rede mit ihm. Das Einzige, er muss mir entgegenkommen. Dann soll er sich vor allen Leuten entschuldigen, vor allen Dingen vor Sascha. Vor allen versammelten Mannschaft soll er sich bei ihm entschuldigen und sagen, das war eine blöde Idee mit ihm und er hat Quatsch erzählt. Dann können wir die andere rückgängig machen. Aber das brauche ich. Anders kann ich nicht. Alles gut. Verstehst du? Ja, dann ist es ein Deal. Dann rede ich natürlich. Mit ihm. Ja, gerne so. Aber dann macht das. Verstehst du? Danke, Pete. Ja. Für die Chance nochmal. Ja, okay. Okay, dann. Okay, ich brauche ein bisschen. Ich habe ein bisschen Stress in letzter Zeit. Müssen wir kurz. Danke dir. Ich danke dir, alles klar. Wir hören uns. Na hey, grüß dich. Was machst denn du? Was denn? Warte. Oh, magische Ende. Brauche ich jetzt nicht mehr allein zu machen, super. Geil. Du kommst gerade vom Arzt, oder? Ja. Und erzähl mal, was sagt er? Alles gut. Du hast die Pumpe noch. Alles super. Alles super. Hm? So wie es laufen soll. Wie war eure Begrüßung? Miller und deine, herzlich, schön, toll. Du hast bestimmt gefreut, oder? Ich habe mich gefreut, ja. Und Sie auch? Kann ich so schlecht sagen. Wieso? Sie war in Matrix. Ah! Bevor wir miteinander gesprochen haben. Und? Sie ist auf Sascha getroffen. Sascha hat ihr natürlich seine Version der Story erzählt. Völliger Bullshit. Natürlich. Ja, ja. Weil ja, ja. Sie kommt gerade aus dem Urlaub, stellt fest, ich bin gekündigt, weil ich ihm eine reingehauen habe. Ja. Sie weiß nicht warum, bla bla bla. Oh. Auf jeden Fall war das nicht so geil. Ja, glaube ich dir. Und nun? Die ist gerade bei Pete und versucht, meinen Job zurückzubekommen. Ach, oh. Ja, aber das war ich ganz, das ist zwar schön, das ist toll, auch wenn das klappt, könnte ich mir sogar vorstellen, aber wie ist das
Willst du das überhaupt? Also willst du wieder in den Job rein? Das ist Sascha, die ganze Konstellation, was soll das dann werden? Ja, keine Ahnung. Also wenn ich ehrlich zu mir bin, habe ich keine Lust. Weil schlussendlich gibt's nur Ärger. Der Typ versucht mich eh zu sabotieren, egal ob ich jetzt wiederkomme oder nicht. Der hat Pete völlig um den Finger gewickelt. Und eigentlich sagt mein ganzer Körper, nee. Ja, was ist das? Und ich sehe auch noch jeden Tag, wenn ich in Matrix bin, dass ich dieses Projekt Matrix, der Traum von Miller und mir, einfach gegen die Wand gefahren habe. Das kommt auch noch dazu. Pass auf, ich habe aber auch schlechtes Gewissen, falls es Miller jetzt hinbekommen sollte, ihr zu sagen, wie ich fühle, weil sie hat so viel einstecken müssen, weißt du, in den letzten Monaten. Aber jetzt das alles wegen Amelie und Miller dann als Gefallen zu tun, wäre auch doof. Also meiner Meinung nach solltet ihr vernünftig miteinander reden und du solltest mit offenen Karten spielen. Punkt aus. Also was anderes würde ich jetzt nicht machen an deiner Stelle. Aber das musst du wissen. Ich gehe erst mal auf die Toilette. Jo, okay, pass auf. Good News. Ich habe mit Pete geredet. Du kriegst deinen Job zurück. Allerdings unter einer Bedingung, die dir, glaube ich, nicht so gefallen wird. Und zwar müsstest du dich, nur aufrichtig bei Sascha vor der Crew entschuldigen. Aber das kriegst du ja hin, weil du deine Arschbacken zusammenkneifst, taktisch nachdenkst und nach vorne guckst. Und nur bei Sascha entschuldigen, ja? Du, Schatz, du kriegst deinen Job zurück. Ich habe mich schon mal bei dem Typen entschuldigt. Und hat überhaupt nicht geklappt. Also ist nichts besser geworden danach. Baby, was ist los? Du freust dich gar nicht. Ich habe mir vor den Arsch aufgerissen. Ich bin da jetzt extra hin und habe mit Pete gelabert. Ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll. Einfach sagen. Ich will nicht mehr in Matrix arbeiten. Ich bin da nicht mehr glücklich. Das hättest du nicht vorher sagen können, bevor ich jetzt zu Pete... Baby, was ist los? Hey. Pass auf, ich werde jeden Tag, wenn ich ins Matrix gehe, daran erinnert, dass unser Traum irgendwie gestorben ist. Und jeden Tag muss ich mich zudem auch noch mit diesem Arschloch Sascha rumärgern. Ich habe das irgendwie gedacht, dass ich es besser hinbekomme, hier vom Chef zum Tellerwäscher und dass das alles irgendwie cool geht, aber irgendwie klappt's nicht. Und egal, welche Idee ich habe, alles ist kacke, weil Sascha halt irgendwie Pete auch um seinen Finger gewickelt hat und da gibt's auch irgendwie... Weißt du, wenn es besser werden würde, wenn ich das sehen könnte, dass es irgendwie, dass es da eine Perspektive gibt, denn, aber die gibt's nicht. Das wird nur schlechter. Und deswegen glaube ich, ist es irgendwie Zeit, um einen Strich zu machen und neu anzufangen. Woanders. Okay, das verstehe ich. Jetzt ja schon vorher. Ja, ich wollte dich halt nicht im Stich lassen, weißt du? Ja, alles gut, Baby. Aber ich würde da weiterhin noch arbeiten wollen, ja? Weil ich habe so viel Schweiß und Tränen und Jahre darin verbracht, das will ich jetzt nicht einfach wegschmeißen. Ja. Und so ein Sascha. Aber ich fühle mich, genau, da sind wir wieder beim Punkt, ne? Er hat ja auch gesagt, dass er dich da raus haben möchte und bei Amelie hat er es fast geschafft. Mich will er da rauskanten? Weiß er, wer ich bin? Ja. Ich habe schon meinen Arsch als Gogo in diesen Laden in irgendeinem Käfig geschwungen, da konnte er, glaube ich, noch nicht mal sprechen. Hättest du doch mal versuchen, also da beißt du auf Granit, kann ich dir sagen. Der lässt sich irgendeinen Scheiß einfallen. Ich lass mir irgendeinen Scheiß einfallen. Ja? Schatz, wir finden eine Lösung, okay? Auch für dich. Dann mache ich jetzt einfach ein paar Doppelschichten. Ich quatsch Piet morgen noch mal an und dann gucken wir wegen dir. Wir finden was. Wir finden hundertprozentig was. Ja. Hm? Jetzt finden wir erstmal Essen. Und mal kurz duschen gehen hier, ne? Okay. Ist es okay? Ist es okay, dass ich noch weiter Matrix arbeite? Ja? Okay. Kannst du dich an den Tommy erinnern, aus Portugal, der Typ mit den Bars? Ja, ja. Der hatte mich kontaktiert, weil der macht gerade eine neue Bar in der Algarve auf. Und für die erste Zeit, wie er die Bar halt irgendwie etablieren möchte, braucht er halt einen guten Mann, der ihm hilft, der Erfahrung hat. Und er hat mich gefragt, ob ich das machen würde. Der Deal wäre halt, Kost und Logis bekomme ich halt sowieso und er würde mich halt echt gut bezahlen. Für die Zeit, wo ich da bin. Ich weiß, Portugal ist nicht Berlin. Aber wir brauchen die Kohle. Wir haben einen Arsch voller Schulden. Wir sparen, wo wir das nur können. Auch wenn ihr mir das nicht zeigt. Ich weiß, dass es so ist. Und irgendwie passt gerade vom Timing.
Ich habe gedacht, dass, wenn ich jetzt erstmal zurück bin, dass wir uns erstmal wieder hier eingrooven und uns aneinander gewöhnen und ein bisschen mehr Family Time haben. Weil sich ja die Gemüter jetzt hier alle ein bisschen beruhigt haben, aber. Ich habe gedacht, du findest einen Job in Berlin und irgendwie ist. Schatz, du hast übermorgen Geburtstag. Ich wollte auch keine große Party machen, weil wir nicht viel Cola haben, aber so ein bisschen anstoßen. Es geht jetzt nicht sofort los. Es ist noch ein bisschen Zeit. Also Geburtstag feiern wir noch ganz in Ruhe, okay? Ist noch Zeit? Ist noch Zeit. Und heute feiern wir erstmal unseren Einstand, indem wir lecker essen mit Amelie und Lennart, die gleich kommen. Dann stoßen wir auch in Ruhe an. Okay. Ich find's ja schön, du bist ja Ehrenmacher. Du bist voller Tatendrang und das finde ich auch gut. Ne? Du willst jetzt hier nicht rumsitzen und willst für deine Familie sorgen. Das ihr müsst vielleicht ein bisschen weniger malochen. Echt, stimmt. Ich muss weniger an einer Matrix arbeiten. Ja. Und ich kann ein bisschen mehr Amelie beobachten, wie Sascha und. Eben. Ist nicht schlecht, Baby. Ja. Und wenn es nicht sofort ist und wir noch ein bisschen Zeit füreinander haben, dann go for it, okay? Okay, aber erstmal mache ich jetzt go vor Essen. Ja, aber ich, Schatz, ich bin noch nicht fertig, ne? Also mach ganz in Ruhe, ich check das alles aus, okay? Okay, ja. Mike wird der Abstand von Berlin mit Sicherheit gut tun. Ich meine, bei mir hat's das auch gemacht. Vielleicht kann er dann auch endlich mal mit seinen Schuldgefühlen und mit der ganzen Vergangenheit endlich abschließen. Wird uns nicht schaden. Ich hab hier mal ein Exemplar von dem Einkaufvertrag für den Aufgang. Der geht nicht. Da steht ja mein Name drauf. Ich will einfach auch nicht, dass irgendjemand weiß, dass ich so viel Geld habe. Was ist jetzt los? Da steht Joe, Schatz. Hey, Jonas, du hast Jack gefunden. Wow, Jonas sieht seinem Vater echt ähnlich. Wegen Sascha. Der muss einfach mal einen Schluck von seiner eigenen Medizin bekommen. Es ist Notfall, wirklich. Es ist komplett überschwemmt und überflutet gefühlt. Also, guck dir das mal an. Aber jetzt wird Geld aus der Kasse geklaut. Das klingt so richtig scheiße. Jede Einzeltasche gucken wir jetzt an, bis ich die Kohle gefunden habe. Amelie, ich trau mich gar nicht zu fragen. Hast du, was ist denn? Haben wir gerade ein Problem? Haben wir ein Problem gerade? Was ist das?